Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen scheint es so gewesen zu sein, dass nach einer belanglosen Verkehrsstreitigkeit der Tatverdächtige aus Dortmund dem Opfer in Bochum aufgelauert hat und mindestens fünfmal auf diesen geschossen hat. Die Beschuldigten sind dringend verdächtig eines Mordes bzw. Beihilfe zum Mord. Wir gehen davon aus, dass es zu einem Konflikt im Straßenverkehr gekommen war, den wir nicht näher konkretisieren können. Der Dortmunder Tatverdächtige sich fotografiert wähnte und dem Getöteten dann zu dessen Arbeitsstelle, die nur wenige hundert Meter weit entfernt war, gefolgt ist, dort auf ihn gewartet hat, es zu einem Konfliktgespräch kam. Die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu skizzierende Mordmerkmale sind einmal Heimtücke aufgrund der Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers und niedere Beweggründe. Durch die verdeckten Maßnahmen scheint es auch so zu sein, dass bei dem Beschuldigten aus Dortmund auch ein Motivbündel aus Ablehnung und Wut gegenüber deutschen Staatsangehörigen mit ausschlaggebend war. Der spätere Geschädigte ist morgens zu seinem Auto gegangen, hat sich in sein Auto gesetzt für den normalen Weg zur Arbeit. Dann ist der Tatverdächtige in die Garage gekommen, in die Tiefgarage, und hat zunächst 5 Schüsse auf das Fahrzeugheck abgegeben und dann 2 durch die Seitenscheibe des Fahrzeugführers.